Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit den vielen, vielen, viel zu vielen Neuzugängen aus dem April 2023. Ich könnte jetzt nach Ausreden ringen und sagen, ach, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist und irgendwie sind die Bücher so bei mir zu Hause eingebrochen und eigentlich. Nein, ich stehe zu meinen 23 Neuzugängen in diesem Monat. Natürlich war die Leipziger Buchmesse, die tatsächlich auch nochmal mit 3 oder 4 Büchern ins Gewicht gefallen ist, aber es ist einfach, wie es ist. Es lief diesen Monat gut in Bezug auf Tauschticket, auf ein Thalia-Angebot. Ich habe eine Rebuy-Bestellung gemacht. Und ja, so ist das eben manchmal. Gelesen habe ich 14 Bücher, das heißt Vorsatz mal wieder nicht geschafft, dass zumindest ansatzweise gleich gelesen wird, wie neu eingezogen ist. Und trotz allem, dass ich zwischendurch immer mal Clips gedreht habe, dass ich die Neuzugänge so ein bisschen wegpacken konnte, liegt hier immer noch ein Stapel neben mir. Aber gut, 23 Bücher, davon sind 18 in haptischer Form eingezogen. Das ist echt ein bisschen viel, aber klar, bei ja, der Buchmesse und natürlich auch Rebuy lässt sich das natürlich auch nicht vermeiden. Es sind 3 E-Books eingezogen und nur 2 Hörbücher. Ja, daran versuche ich zumindest im nächsten Monat, jetzt im Mai, dran zu arbeiten, dass hier diese Aufteilung wieder ein bisschen besser wird, weil die Regale, sie sind einfach voll. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier vielleicht noch so ein bisschen was irgendwo zwischenquetsche. Aber ja, das hilft ja nichts. Ich schaue natürlich, findet ihr alle Bücher unten auch in der Infobox. Da kennzeichne ich auch immer, ob es ein Rezensionsexemplar ist oder vielleicht auch, wo die Inspiration für das Buch irgendwie herkommt. Also guckt da super gerne mal vorbei. Ich habe euch, ich glaube, 3 Clips zwischendurch immer mal gedreht. Die blende ich euch jetzt ein und dann zeige ich euch die restlichen Bücher, die noch neben mir stehen. Die ersten 7 Bücher des Monats begannen mit Nomaden der Ozeane von Frauke Bagusha. Das Geheimnis der Meeresschildkröte ist mir vom Verlag zur Verfügung gestellt worden und es gab auch eine Seife dazu und ein schönes Lesezeichen mit einer Schildkröte drauf und auch noch so, ja, einen schönen Beitext. Richtig, richtig toll, hat mich sehr gefreut. Ich bin ja ein großer Tierschützer, Tierliebhaber. Ich liebe die Meere. Ich bin schon mit Schildkröten geschnorchelt. Das war immer ein ganz besonderer Moment, wenn einem Tiere von sich aus Neugier oder ja, weil man einfach im Weg ist als Mensch entgegenkommen. Und ich hatte hier schon wunderbare Begegnungen und war super neugierig, was uns Frauke Bagusha dazu erzählt. Sie ist Meeresbiologin und nimmt uns auf eine einmalige Welt- und Zeitreise unter Wasser mit, denn sie erzählt die faszinierende Geschichte über ungeahnten Fähigkeiten der Meeresschildkröten und zieht hier dann auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, zeigt auch die unmittelbaren Erfahrungen und ja, warum die Tiere unsere Hilfe brauchen. Und das ja, fand ich super spannend. Ich möchte mehr über die Schildkröten erfahren. Es kommt dann tatsächlich noch ein Buch heute mit Schildkröten. scheint irgendwie in der Luft zu liegen und ich freue mich drauf, das jetzt auch ganz, ganz bald zu lesen. Dann bin ich im Cornelia Funke-Fieber. Ich mochte ja Tintenherz super gerne und habe bei Tauschticket den Drachenreiter entdeckt in dieser sehr, sehr schönen Ausgabe. Es ist der erste Teil der Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es da auch 3 davon gibt. Wir treffen hier ja auf den Silberdrachen Lung und seine Artgenossen, die den Menschen ja keinen so sicheren Platz mehr geben wollen. Und so begibt er sich zusammen mit dem Koboldmädchen Schwefelfell und dem weißen jungen Ben auf die abenteuerliche Reise zum Saum, meine Güte, des Himmels. Und dort verborgen zwischen den Gipfeln des Himalayas soll die ursprüngliche Heimat und der letzte Zufluchtsort der Drachen sein. Ich liebe Drachengeschichten und ich glaube, Cornelia Funke kann das ja ganz wunderbar erzählen. Und ja, ich freue mich hier auf dieses Kinderbuch und finde auch wirklich diese Ausgabe richtig, richtig toll. Als Hörbuch eingezogen ist der 3. Teil der Prison Healer-Reihe, die Schattenerbin von Lynette Noni. Das Buch habe ich auch bereits im April gehört und ich muss wirklich sagen, die Trilogie gehört für mich wirklich zu einem absoluten Jugend-Fantasy-Highlight. Richtig, richtig toll. Sie bekommt ein sehr gelungenes Ende mit 1, 2 kleinen Kritikpunkten. Der Auftakt der Reihe war großartig, der 2. Teil so okay und der 3. Teil
hat mich dann doch sehr emotional an vielen Stellen wieder mitgenommen. Ich mochte die Reihe sehr. Wer hier wirklich Jugendbuch-Fantasy lesen möchte, wer in mal ein ganz anderes Setting eintauchen möchte, der ist hier definitiv bei dieser Reihe sehr gut aufgehoben. Und natürlich musste der dritte dementsprechend bei mir einziehen, weil, ja, ich meine, nach dem doch etwas unvorhersehbaren Ende in Band 2 und ich einfach so von dem ersten noch so euphorisch war, musste natürlich der dritte bei mir einziehen. Dann, wir waren gerade bei den Schildkröten, dann ist eingezogen meine Reise mit den Meeresschildkröten von Christine Figener. Und das ist hier ein wunderbares Buch einer Wissenschaftlerin, beziehungsweise auch einer Naturschützerin, die eben uns berichtet, wie elegant ja, im Grunde diese Schildkröten durchs Wasser gleiten, wie viele Kilometer sie zurücklegen. Und sie erzählt uns hier eben von diesen geheimnisvollen Urzeitwesen und nimmt uns eben hier mit auf die Reise durch das Leben dieser faszinierenden Tiere. Eben vom Nest folgen wir im Grunde den Babys in die Weiten des Ozeans, besuchen die Kinderstube und begleiten sie dann eben auch auf ihre gefährliche Reise zum Erwachsenwerden. Und es klang einfach richtig, richtig toll, wurde mir auch vom Verlag zur Verfügung gestellt und ich freue mich auf die Schildkrötengeschichte und fand es total faszinierend, als ich beide Neuerscheinungen ähnlicher Zeit gefunden habe und dachte, ja, irgendwie scheint einfach das Wasser jetzt das Thema zu sein, wie wichtig es ist, unsere Meere zu schützen, und umso mehr freue ich mich jetzt dann auf diese beiden Bücher. Bei Tauschticket habe ich dann bei einer Userin zwei spannende Bücher entdeckt und hatten wir einen schönen Austausch und ich habe dann beide Bücher auch erhalten. Das erste ist Meine Bar in Italien von Stefan Maywald, Warum uns der Süden glücklich macht. Ja, es geht im Grunde dort so ein bisschen ja, um eine Bar in Italien. Ich glaube, das war auch ein Erfahrungsbericht. Richtig, genau. Also es ist tatsächlich so geschehen. Es geht hier um Arbeiten, anders gedacht, Schönes und Köstliches, Kreativität und Kunstpausen und dann eigentlich um was es wirklich geht. Es schreibt hier, ich brauche keine Therapie, ich gehe zu Pino. Ja, ich glaube, das hilft manchmal auch. Freue ich mich drauf. Ich glaube, ich habe noch kein Auswandererbuch in irgendeiner Art und Weise Richtung Italien gelesen, obwohl das ja recht naheliegend wäre. Also nicht, dass ich groß Italienisch spreche, aber zumindest auch so in Europa sich einfach mal umzuschauen. Und dann kommen wir aber ein bisschen weiter weg von Claudio Sieber, Gestrandet im Paradies. Wie ich 6 Jahre als Nomade durch Asien zog und meine Heimat auf einer Tropeninsel fand. Und da bin ich natürlich sofort dabei. Ist auch ein relativ dickes Buch, hat natürlich auch viele Bilder mit enthalten. Und darüber bin ich so ein bisschen gestolpert und dachte, Mensch, das klingt richtig toll, richtig spannend. Es ist eine bildstarke Geschichte, das finde ich beim Durchblättern auch schon so. Ja, wir haben hier Claudio Sieber, der als Vagabund sozusagen losreist aus der Schweiz. Dann lässt er sich als Abenteurer und Journalist durch Asien treiben und am Ende landet er auf Siargao und das ist sein persönliches Paradies. Und ja, er blickt hier eben auf seine Reisen zurück, egal ob Fuß, Motorrad oder sogar auf einem kleinwüchsigen Pferd. Und ja, ich freue mich darauf. Ich freue mich auf diesen Erfahrungsbericht, Lebensbericht und finde es auch mal spannend, mal wieder in eine andere Region sozusagen zu reisen. Und ja, freue mich sehr, dass das mit diesem doppelten Tausch sozusagen auch geklappt hat. Und das letzte Buch, was ich euch jetzt in dem Abschnitt zeige, ist Scheiß auf die Glücksfee, ich mach das jetzt selbst von Claudia Engel. Das habe ich auch bereits gehört, ist für mich auch ein absoluter Hörgenuss. Ich glaube der Hörgenuss kommt vorher, ja, packe ich unten in die Infobox, könnt ihr auch gern schon mal reinschauen, wenn ihr den verpasst habt. Hier geht es um Manifestieren und das mal mit einem anderen Blickwinkel einzunehmen, einfach mal anders machen, vielleicht leichter machen, wie, was, wo das innere Mindset dann im Grunde vielleicht auch verändert werden muss. Und Claudia Engel schafft das wirklich auf einer guten Art. Ich kannte sie vorher nur so als Randerscheinung. Ich glaube, ich habe in 1-2 Folgen ihres Podcasts schon mal gehört und konnte mich dann so ein bisschen an der Stimme erinnern. Also der Name hätte mir nichts mehr gesagt, aber als ich jetzt wieder nach Claudia Engel gesucht habe und ihren Podcast gefunden habe, habe ich eben gesehen, ah, da hast du schon mal irgendwann reingehört, aber keine Ahnung, war gerade nicht die richtige Zeit, nicht das richtige Thema. War eine Empfehlung jetzt von der lieben Freundin und ich bin dem Manifestieren gegenüber sehr offen, habe da zum Beispiel schon The Secret auch gelesen und probiere mich da auch immer ein bisschen aus und ich habe mir hier einfach mal neue Denkanstöße, neue Impulse irgendwie gewünscht und man kann so viel sagen, das hat definitiv gut geklappt.
Und das waren die ersten 7 Bücher. Mal sehen, was jetzt noch so ein bisschen kommt. Und die Neuzugänge nehmen kein Ende. Es liegen schon wieder 5 Bücher neben mir. Es gab eine Aktion bei der Thalia mit bezüglich englischer Bücher und da musste ich zugreifen. Und dann dachte ich, ja, bevor ich jetzt die Bücher hier wieder rumliegen lasse, zeige ich die euch nach und nach. Es ist aber noch von Arno Strobel Fakt bzw. Fake eingezogen. Wer soll dir jetzt noch glauben? Ist, glaube ich, so ziemlich sein neuester Thriller aus dem letzten Jahr. Und der war im Tauschpaket Needful Things, wo ich ja auch Teil davon bin, in der 2. Staffel mit dabei, habe ich mir herausgenommen. Ich bin ja nicht mehr die größte Thriller-Leserin, die ich vielleicht irgendwie mal vor gefühlt, 4, 5, 6 Jahren war. Immer mal wieder habe ich aber Lust auf einen Thriller und dementsprechend bleibt der jetzt einfach mal hier. Und ich denke, ja, die Zeit wird kommen und dann bin ich sehr, sehr gespannt. Ich packe euch auch das Unpacking unten einfach mal in die Infobox, wenn ihr da ein bisschen mehr sehen wollt. Dann ist bei mir ein Hunderatgeber eingezogen, die 10 Kompetenzen für Hunde, Bindung, Intelligenz und Gelassenheit fördern, spielerisch zum klugen Hund von Kate Kitchenham. Mein Hund liegt hier auf der Couch und denkt sich, unter den Kissen, ich verstecke mich. Habe ich als Rezensionsexemplar angefragt, wurde mir auch zur Verfügung gestellt, ist jetzt auch, glaube ich, ganz aktuell erst um Mitte April, wo wir uns jetzt befinden, auch erst erschienen. Es geht hier um kluge Hunde, die glücklich sind, alltagstauglich und eben auch gern gesehene Begleiter sind. Doch wie macht man seinen Hund klüger und ausgeglichener? Und was kann ich da als Besitzer sozusagen dafür tun? Und wir haben hier die Hundeexpertin Kate Kitchenham. Von der habe ich vorher nichts gehört oder gelesen, wie Hunde eben lernen und wie man eben auch diese wichtigen Kompetenzen trainieren kann. Und es gehört halt auch eine gewisse Offenheit dazu und eine Gelassenheit, Vertrauen, Zuverlässigkeit. Und ich bin sehr gespannt. Mein Hund hat ja, ich sage jetzt mal noch so eine größere Baustelle, an der wir schon irgendwie arbeiten, aber es ist auch so Momentaufnahmen sind, ob das gut läuft oder nicht. Und es ist die Hundebegegnung mit anderen Hunden. Also er hat einfach Angst und das muss man einfach mal üben, wie man ihm irgendwie vermittelt, dass Hunde ihm halt auch nichts tun. Ist nicht immer ganz gut, wenn dann die Tut-Nix-Hunde unangeleint durch die Gegend laufen und mein Hund dann trotzdem denkt, oh, hier kommt eine unangeleint Hilfe. Aber ja, ich denke, es wird alles irgendwie besser, aber ich möchte gern einfach mal so neue Impulse, neue Versuche und es soll hier eben auch ein Training mit dabei sein und dementsprechend freue ich mich auf dieses Rezensionsexemplar. Und dann gab es eine Aktion bei der Thalia, 4 englische Bücher zum Preis von 3 und es sind 2 Bücher, die ich in Deutsch auf der Wunschliste hatte und 2 Bücher, die dann random mir über den Weg gelaufen sind, die es auch, glaube ich, noch nicht in Deutsch gibt. Und ich dann einfach mal dachte, ach ja, bei so Kinderbüchern in Englisch, da geht mir immer so das Herz auf und es sind auch keine sehr dicken Bücher und ich freue mich da jetzt auf jeden Fall drauf, was ich mir hier ausgesucht habe. Also das Günstigste war dann sozusagen umsonst. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es könnte The Lost Wall gewesen sein. Also eins davon war dann im Grunde einfach kostenlos. Ja, wir beginnen mit Adventures and the Cursed Castle von Gemma Head. Ein super cooles Cover. Das hat mich total angesprochen. Hat dann, glaube ich, als Taschenbuch auch keine 9 Euro gekostet. Gibt es noch nicht auf Deutsch. Ist ein Auftakt einer aktuellen 6er-Reihe, wo ich auch dachte, Mensch, so von der Dicke, richtig cool. Könnte man jeden Monat irgendwie mal so einen Teil lesen. Die E-Books waren vergleichsweise auch günstig. Ich glaube, haben um die 4 Euro, 5 Euro gekostet. Also da könnte man dann gegebenenfalls auch als E-Book weiterlesen. Es geht hier um Abenteuer in einem verfluchten Schloss, wie es der Titel schon verspricht, ist, glaube ich, wirklich als Kinderbuch von 8 bis 12 empfohlen gewesen. Wir sind hier in Kexley Castle, das seit Generationen von einem mysteriösen Fluch heimgesucht wird, als ein ägyptischer Schatz im 19. Jahrhundert von einem Entdecker nach Cornwall transportiert wurde. Und da war ich natürlich sofort dabei, ägyptischer Schatz und Fluch. Das war's. Können 4 junge Abenteurer die Geheimnisse lüften, die seit über 100 Jahren verborgen sind. Wir begleiten Lara, Rufus, Tom und Barney bei ihren ersten aufregenden gemeinsamen Abenteuer, während sie eben das Geheimnis zu lüften versuchen und auch das Versteck von Captain Jack Hexley finden wollen. Und sie müssen einigen Hinweisen folgen, diese entdecken und auch lösen. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen mit unterwegs sind. Es gibt verschiedenste Abenteuer der Viererbande.
Und ich freue mich jetzt sehr auf dieses kleine Büchlein. Dann ist mir über den Weg gelaufen von Hannah Gold, The Last Wall, also der letzte Wahl, nein, der verlorene Wahl. Verlorene Wahl. Ja, da geht schon los mit den Englischkenntnissen. Und zwar ist das die Autorin, von der ich im Januar Der letzte Bär gehört habe, was für mich ja wirklich ein Highlight-Hörbuch war, was mir richtig gut gefallen hat und dementsprechend konnte ich jetzt an diesem Buch auch nicht vorbei. Ein wunderschönes Cover. Also ich fand das auch beim ersten Teil schon schön und es sind hier auch so schöne Bilder drin. Das ist wohl auch im Deutschen beim letzten Bär so gewesen, aber da ich das ja gehört habe, konnte ich da immer nur mal so ein bisschen reinschauen. Also sehr, sehr schön aufgemacht, auch ein bisschen dicker. Ich glaube auch ein bisschen für eine ältere Zielgruppe. Ich würde das wahrscheinlich tatsächlich dann erst ab 12 einordnen. Auch hier glaube ich um die 8, 9 Euro. 7,99. Genau, hier hinten sieht man noch der letzte, der letzte Bär. Genau. Und das E-Book war, glaube ich, auch 5,50 oder irgend sowas. Gibt es eben noch nicht auf Deutsch. Hab jetzt aber auch gar nicht geguckt, ob das angekündigt ist. Es ist bereits ein drittes Buch der Autorin unterwegs. Ich glaube, da geht es auch um irgendein Tier. Vermutlich. Aber ja, ich wollte erst mal das lesen. Wir treffen hier auf Rio, der zu seiner Großmutter nach Kalifornien geschickt wird, die er eigentlich gar nicht kennt, während seiner Mutter im Krankenhaus liegt. Doch alles, was er eigentlich will, ist, dass es seiner Mutter besser geht, damit er eben nach Hause zurückkehren kann. Aber alles ändert sich, als er dann an einer Wahlbeobachtungstour teilnimmt und eben die sanften Riesen des Meeres trifft und sich sofort mit den Walen verbunden fühlt. Und seit langem fühlt er wieder einen Funken Hoffnung. Doch dann verschwindet der besondere Wal, White Break. Und Rio ist möglicherweise die einzige Person, die hier helfen kann. Und er möchte hier auf seine besondere Verbindung zurückgreifen und irgendwie den Wal finden und retten. Ja, besondere Bedingungen oder Verbindungen hatten wir schon im letzten Bär. Das war ja damals bei der Protagonistin auch so, dass sie so einen Draht zu diesen Bären hatte. Und ich bin sehr gespannt, wie das mit der Unterwasserwelt sein wird. Ich liebe das Meer, ich liebe Wale. Das wäre definitiv auch mein Traum, so neben einem Wal zu schnorcheln, zu tauchen. Nein, mir ist bewusst, dass, ne? Aber wenn einem ein Wal im Wasser über den Weg läuft, würde ich nicht Nein sagen und auch nicht panisch wahrscheinlich wegschwimmen. Aber ja, so eine Walbeobachtung steht definitiv auch auf meiner Liste relativ weit oben und das finde ich richtig schön und finde ich toll. Freue ich mich drauf und finde schön, dass man eben diese Themen so ein bisschen kindergerecht auch aufarbeitet, sodass man eben diesen Tier- und Umweltschutzgedanken hier definitiv auch den Kindern gut weitergeben kann. Jetzt kommen wir zu den beiden Büchern, die ich in Deutsch auf der Wunschliste hatte, und zwar Peanut Jones and the Illustrated City von Rob Bidulph. Und das Cover ist einfach nur großartig. Ich blende euch mal das deutsche Cover ein, so wie ich es auf der Wunschliste hatte. Und dann habe ich aber dieses Buch so entdeckt, das sieht viel, 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 viel cooler aus als das deutsche Schwarz-Weiß-Cover. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat von so einem bunten Kinderbuch. Ich glaube tatsächlich auch so von dem Alter, müsste glaube ich auch so bis 12 gewesen sein. Ich verstehe nicht, warum man da so ein schlichtes Schwarz-Weiß-Cover gemacht hat. Verstehe ich nicht. Ist glaube ich, aktuell gibt es 3 Bände von Peanut Jones. Im Deutschen glaube ich sind 2 erschienen, beziehungsweise erscheint der 2. demnächst. Und bei den Covern musste ich gar nicht lange rum überlegen. Das fand ich richtig toll. Von der Aufmachung richtig schön bunt und lebendig. Manche Legenden werden geboren, manche gezeichnet. Zeichnen fühlt sich für Peanut Jones wie Magie an, aber Kunst kann ihre Probleme nicht lösen. Ihr Vater ist verschwunden und sie steckt in einer langweiligen neuen Schule fest, bis sie eines Tages einen einzigartigen Bleistift findet, der mit besonderen Kräften aufgeladen ist. Plötzlich wird sie in eine Welt voller Farben, Kreativität, Aufregung und Gefahren hineingezogen, als sie sich jemals hätte vorstellen können. Und ja, vielleicht, nur vielleicht, könnte sie dann auch herausfinden, was mit ihrem Vater passiert ist. Und das klingt super toll. Ich mag so magische Gegenstände, die man irgendwie im Alltag finden kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier alles so schwarz-weiß ist, aber ich möchte hier gar nicht meckern. Ich finde die bunte Ausgabe in Englisch richtig schön und ich traue mich ja definitiv an Kinder- und Jugendbücher sehr gerne ran und freue mich da, das zu lesen. Und das letzte Buch hat im Deutschen eigentlich auch ein ganz schönes Cover, aber ich habe mich trotzdem einfach für die englische Version jetzt entschieden, und zwar The Hat Makers. Das ist, glaube ich, der erste Teil jetzt von aktuellen 2. Es gibt auch beide Bände schon im Deutschen. Zum einen ist es die Gilde der Hutmacher und die Gilde der Kartenmacher. Das ist dann auch der zweite Band
4, ich weiß gar nicht, ich glaube, genau, Maple Makers kann man hier hinten schon sehen, den zweiten Teil, von Tamzin Merchant und illustriert von Paola Escobar. Und auch hier zeige ich euch mal das deutsche Cover, das mir tatsächlich auch ganz gut gefallen hat. Aber preislich war hier der Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Ausgabe einfach so groß. Und im Sinne von, dass ich ja von jedem Buch auch noch ein bisschen was spare, dadurch, dass ich ja nur 3 bezahle, hat das hier definitiv gewonnen. Ich glaube, das hat auch nur 7,99 gekostet. Und ja, hat nicht so viele Grafiken irgendwie drin. Genau, hier sieht man noch den Map Makers, also den zweiten Teil. Und ich finde das Cover wunderschön. Wie gesagt, auch das deutsche Cover ist ganz okay, aber das englische hat mich total begeistert und angefixt. Ja, wir treffen auf Cordelia, die stammt aus einer langen Reihe magischer Hutmacherinnen, die Alchemie und Verzauberung in jeden Hut weben. Doch in ihrer Welt ist das Herstellen von Gegenständen wie Hüten, Mäntel, Uhren, Stiefeln und so weiter aus magischen Zutaten eine seltene und uralte Fertigkeit. Und es gibt nur noch sehr wenige spezielle Herstellerfamilien. Doch als ihr Vater Prospero und sein Schiff während einer Mission zum Sammeln von Hutzutaten auf See verloren gehen, ist sie entschlossen, ihn zu finden. Aber ihr Onkel und ihre Tante haben keine Zeit, dem kleinsten Hutmacher zu helfen, denn eine uralte Rivalität zwischen den Herstellerfamilien droht aufzutauchen und schlimmer noch, jemand scheint die Maker-Magie zu nutzen, um einen Krieg zu beginnen. Es liegt also nun an Cordelia herauszufinden, was zu tun ist und wie man hier helfen kann. Klingt nach einer ganz wunderbaren magischen Geschichte und ich finde, Magie klappt in Kinderbüchern ja meist ein bisschen besser als in den erwachseneren Büchern und ich finde das immer so, das ist oft so intuitiv magisch und schön und dass es wirklich einfach so greifbar ist und gar nicht viel drumbum und irgendwelche Magiesysteme. Also ja, ich freue mich drauf. Das sind meine 4 Bücher, die jetzt bei der Thalia eingezogen sind. 4 Bücher. Ich habe 3 bezahlt, 4 für 3, so rum. Und ich freue mich sehr, die dann auch demnächst zu entdecken. Und ich hoffe, dass jetzt die nächsten 1,5 Wochen nicht so viele Bücher mehr einziehen. Aber das werdet ihr jetzt wahrscheinlich als nächstes sehen. Mein Name ist Steffi und ich habe ein Buchkaufproblem. Ja, besonders jetzt im Monat April. Ich weiß gar nicht, wie das die ganze Zeit so passieren kann, dass da 4 englische Bücher kommen, andere Bücher kommen, Rezensionsexemplare. Und jetzt kam auch noch eine Rebuy-Bestellung. Ich weiß gar nicht, wer die aufgegeben hat, aber ich dachte, ich möchte die auch zeitnah wegpacken, dass ich euch die 5 Bücher jetzt einfach auch direkt in dem Clip zeige. Eins davon ist allerdings ein Buch, was nur als haptisches Buch eingezogen ist. Und ich hatte einige Sachbücher und DVDs und so aussortiert und habe mir bei Rebuy dann das Guthaben aufs Konto schreiben lassen. Da bekommt man ja auch immer diese 10% on top. Das habe ich in dem Fall genutzt. Das heißt, ich glaube, ich habe für die 5 Bücher nur 1 Euro irgendwas bezahlt, also tatsächlich gefühlt eigentlich nichts, aber natürlich im Gegenzug auch Bücher und DVDs und sowas verkauft. Wir starten mit einem Buch, ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich das von meinen Kollegen gesehen habe, und zwar Winterhaus von Ben Gutterson, ist der Auftakt, ich glaube, einer Trilogie, und ich fand einfach, was erzählt wurde, richtig toll. Ich fand diese Aufmachung, die gezeigt wurde, also man sieht hier, ne, das ist hier das Haus und dann mit den Innenräumen, ich fand das richtig, richtig schön jetzt auch gemacht und es hat mich einfach mega angesprochen, was so der Klappentext ein bisschen verraten hat, denn es ist natürlich gruselig, denn Winterhaus ist die perfekte Geschichte für ein rätselhaftes, geheimnisvolles, gefährliches, ganz einfach magisches Leseabenteuer. Und es soll eben ein Buch voller Zauberei, Magie und wundervoller und schrecklicher Entdeckungen und jeder Menge Spiele und Entschlüsselungen sein. Und ich bin mega, mega gespannt, was mich hier erwartet und freue mich da definitiv schon aufs Lesen. Ein Buch, das auch hier mir ein paar Mal über den Weg gelaufen ist, wahrscheinlich auch eher so bei YouTubern, die ein bisschen mehr asiatische Literatur lesen, Die Schattenbraut von Yangtze Cho. Ein Buch, was glaube ich auch tatsächlich noch gar nicht so alt ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, 2022 ursprünglich, aber 2013. Und es ist
Ein Buch, das berührend, exotisch und magisch sein soll. Es ist ein einzigartiger Roman aus dem Malaysia der Kolonialzeit. Also auch etwas ganz anderes. Ich glaube, ich habe noch kein Buch gelesen, was irgendwie in Malaysia spielt. Zudem sind wir hier 1893 und die 17-jährige Li Lan erhält einen ungewöhnlichen Antrag. Sie soll den kürzlich verstorbenen Sohn der wohlhabenden Familie heiraten. Aber Li Lan zögert, denn kann sie sich wirklich einem Geist versprechen. Um dies herauszufinden, taucht sie Nacht für Nacht ein in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Traum verschwimmen. Das Schattenreich ist ein Ort des Schreckens, aber auch der Versuchung und der Freude. Dort deckt Li Lan nicht nur die Wahrheit über ihre eigene Familie und die ihres Verlobten auf, sie erkennt auch die Macht wahrer Liebe. Und ich fand, das klang richtig, richtig gut. Also ich habe es tatsächlich nicht so dick erwartet, mit knapp, ich glaube, ein bisschen was über 530 Seiten. Aber Malaysia und dann irgendwie kann man einen Geist heiraten und dringt in ein Schattenreich, fand ich mega spannend und ja, bin da super neugierig. Ein Buch, was eine liebe Freundin, nicht empfohlen hat, sondern sie mich angefixt hat, weil sie es selbst sich besorgt hat. Und wie ihr seht, ist es auch schon eingeteilt. Und zwar die Anomalie von Hörfle Tellier. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und sie hat mir davon erzählt, dass sie das irgendwo gesehen hat, dass das ganz toll besprochen ist, dass sie sich das besorgt hat. Ich war auch total angefixt und dementsprechend werden wir dieses Buch im Mai auch zusammen lesen. Es geht um ein Flugzeug, das doppelt landet. Die Passagiere gibt es sozusagen jetzt zweimal. Und wie reagiert man, wenn man sich sozusagen sich selbst gegenübersteht? Es ist ein exquisites Spiel mit Sinn und Unsinn, so facettenreich wie schwindelerregend, geradezu bewusstseinsverändert, ausgezeichnet mit dem Brix Goncourt-Preis der französischen Bestsellerliste. Ich finde das total spannend. Hat mich natürlich ein bisschen an die Serie auf Netflix erinnert, wo für die Passagiere nur 5 Minuten vergangen sind, während für die Außenwelt 5 Jahre vergangen waren. Ich glaube, so irgendwie war das. Ich habe Manifest, glaube ich, hieß die Serie. Hier sind wir 2021 und eine Boeing fliegt auf den Weg von Paris nach New York durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm und durch die Turbulenzen, die sehr heftig sind, glückt aber dann die Landung. Und im Juni landet dieselbe Boeing mit denselben Passagieren ein zweites Mal und sie führen jetzt sozusagen ein Doppelleben. Es soll eine brillante Mischung aus Thriller, Komödie und großer Literatur sein. Ich bin sehr gespannt. Also hoher, intelligent soll er sein, humorvoll. Ich bin neugierig und freue mich da aufs Lesen und glaube tatsächlich, dass sich das Buch auch sehr gut eignet, mit jemand anderem so ein paar Vermutungen dann anzustellen. Dann habe ich mir etwas Hundetechnisches besorgt mit Hunden sprechen von Jan Fennell. Hier gibt es auch ein Vorwort. Ich bin über Jan Fennell jetzt erst vor kurzem gestoßen, habe ein paar YouTube-Videos dazu entdeckt, habe mir ein paar Sachen von ihr auch so im Internet, was so findbar ist, durchgelesen und war sehr angetan, wie sie eben die Bindung zwischen Mensch und Hund stärkt, wie sie überhaupt zu einer Bindung steht. Und sie hat hier das Vorbild genommen von Monty Roberts, der mit Pferden gearbeitet hat und sozusagen dann ihre Quelle der Inspiration war. Denn er war bekannt als Pferdeflüsterer und sie hat eben Dinge adaptiert für das Hundeflüstern. Es geht hier um die ganz klare Rollenverteilung, um das Rollenverhalten. Es geht um Instinkte, es geht um die Gruppendynamik der Vierbeiner. Und sie hat auch mit Problemhunden gearbeitet und ich bin einfach sehr gespannt, was mir dieses Buch vielleicht an neuen Impulsen gibt. Also es geht um Führung übernehmen, es geht die Führung im Rudel etablieren, Trennungsängste, bissige Hunde, überbeschützende Hunde, Hunde, die ohne Leine weglaufen, dann auch zwei Artgenossen hier ein bisschen die Konfrontation zu entschärfen, das wäre so mein Thema. Gucken wir mal. Also es sind auch ein paar Dinge da, die mich nicht so ansprechen. Also Chaos im Auto haben wir zum Glück nicht. Er ist auch kein schwieriger Esser oder ein aggressiver Esser. Also man kann Weasley durchaus auch den Napf wegnehmen.
Aber bei allem anderen möchte ich einfach mal so ein bisschen neue, andere Impulse haben und freue mich da drauf. Und das letzte Buch ist dann ein Buch, das ich gehört habe, was ihr auch schon im Hörgenuss gesehen habt. Und zwar Scheiß auf die Glücksfee, ich mach das jetzt selbst von Claudia Engel. Das hat mich ja als E-Book so, so begeistert, so viele Gedankenanstöße gegeben, dass ich da schon wusste, ich möchte das als echtes Buch haben. Ich möchte darin blättern, nachlesen, Markierungen machen. Und das habe ich jetzt auch vor. Und ich sehe gerade, das ist wieder aufgedruckt. Ach, ich kann das nicht verstehen. Also hier ist kein Aufkleber. Also es ist nicht wie hier unten der Aufkleber von Rebuy, sondern es ist aufgedruckt. Ich hasse das. Aber ja, es ist vom Cover richtig cool gemacht. Ich meine, das Pink leuchtet natürlich, keine Frage. Und ich freue mich da jetzt einfach auf einen Reread. Nicht so ganz. Ich habe ein paar Punkte rausgeschrieben beim Hören. Die werde ich jetzt hier drin suchen, ein bisschen rumblättern und ja, habe da ja schon den ein oder anderen Impuls mitgenommen. Und ja, die Bücher waren, soweit ich weiß, alle mindestens sehr gut. Und ich muss tatsächlich auch sagen, sie sind in sehr gutem Zustand. Ich kann wirklich nicht meckern. Ich glaube, das einzige Buch, was vielleicht ja nicht ganz sehr gut ist, das ist das Hundebuch. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das einfach schon relativ alt ist. Also genau, das startete 2003 und das ist die 12. Auflage 2008. Dementsprechend hat das auch schon 15 Jahre und dafür sieht es wirklich sehr gut aus. Also das muss man echt sagen, aber auch alle anderen Bücher, muss ich sagen, habe ich sehr viel Glück gehabt. Ja, ich versuche da definitiv auch immer die sehr gute Auswahl zu treffen und das ist mir hier diesmal auf jeden Fall auch sehr, sehr gut geglückt. Und ja, das waren die Rebuy-Bücher. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Auf jeden Fall eins auf der Buchmesse, da habe ich nämlich etwas bestellt. Das werdet ihr gleich sehen und ich hoffe, dass dann jetzt vielleicht nochmal so 2, 3 dazukommen. Aber der April ist eh nicht mehr zu retten und von daher machen wir einfach eine Sause drauf und werfen Konfetti. Mich erreichte ein Rezensionsexemplar und zwar das neue Buch von David Michi, Die Weisheit grauer Schnurrhaare. Das ist der 5. Band der Katze des Dalai Lama Reihe und ich liebe diese Reihe und freue mich sehr, dass wir hier jetzt noch einen weiteren Band bekommen haben. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ja, weil es hier um die ältere Katze sozusagen des Dalai Lama geht, also dass sie älter geworden ist. Wir haben sie ja als junge Katze kennengelernt, als der Dalai Lama diese auf der Straße gefunden hat, mit zu sich in den Palast genommen hat. Und wir begleiten sie ja jetzt doch schon tatsächlich einige Zeit und erleben immer wieder die Besucher, die beim Dalai Lama sind, wenn sie ums Kloster herumstreift, in der Gegend unterwegs ist. Und auch hier, wie ihr seht, gerade schon aktiv am Lesen, weil es mich da einfach wirklich direkt sehr hingezogen hat. Und ich mag die Geschichten rund um die Katze des Dalai Lama von David Michi sehr. Und so musste natürlich dann auch der 5. Band her. Und ich bin hier wirklich sehr dankbar, dass mir der Verlag das Buch zur Verfügung gestellt hat. Auch das nächste Buch ist ein Rezensionsexemplar und zwar Die Reise von Großer Panda und Kleiner Drache von James Norbury. Das ist im Grunde der zweite Teil zum Großen Panda und Kleiner Drache. Und wie ihr seht, auch das ist schon gelesen und es ist einfach von der Optik wunderschön. Das sind genau meine Farben, blau und gelb. Richtig, richtig toll. Wer sich an meine Küchenwand erinnert, der weiß, dass die so eine Farbe hat und meine Wohnzimmerwand ist ja in so einem Gelb. Ich finde, wie abgesprochen. Sehr schön finde ich hier tatsächlich, dass das Hardcover auch noch so eine Art Klappe hat. Finde ich richtig cool gemacht. Und dass man da so ein bisschen den Platz auch irgendwie so ein bisschen noch anders nutzt, finde ich sehr schön. Und es ist im Grunde die zweite Geschichte eben der beiden Charaktere, die eigentlich im ersten Teil so abgeschlossen für sich war. Und jetzt aber, ja, geht man eben auf Reisen. Auch das habe ich gelesen, mir angeguckt. Ja, ich kann nur sagen, absolutes Highlight. Freut euch auf den Büchermonat, wenn ich drüber spreche. Als Hörbuch ist eingezogen Die Tage in der Buchhandlung Morisaki von Satoshi Yagisawa. Ich hatte im April BookBeat und das hat von der Stundenzeit noch genauso gepasst, dass ich es anhören konnte und das habe ich dann auch im April noch gemacht. Ich bin ja sehr gerne in Japan unterwegs, mag auch die Literatur und Geschichten aus diesem Land sehr gerne und wir treffen hier eine junge Protagonistin, deren Name Japan gekommen ist
Und ja, bei der läuft es im Leben nicht so richtig gut und dann wird sie eben zu ihrem Onkel in die Buchhandlung geschickt und soll dort ein bisschen aushelfen. Und es ist eben schon eine Geschichte über Bücher, zu Büchern, zu japanischen Literatur. Und ja, habe ich gehört, werde ich im Büchermonat auf jeden Fall auch berichten. Dann kommen wir ja auch schon zur Leipziger Buchmesse, bevor ich euch dann noch drei Bücher zeige, die nicht auf dem Sub eingezogen sind. Eigentlich bin ich ja mit dem Vorsatz hingegangen, mir nur ein Buch abzuholen. Denn ich habe bei der Bücherbüchse Babel bestellt von R.F. Kuang, das einfach wunderschön aussah, ich eh auf der Wunschliste hatte und dann dachte, du fährst nach Leipzig, die Bücherbüchse ist in Leipzig, dann nimmst du dir da auch einfach das Buch mit Special Buchschnitt mit, wunderschön. Zudem ist auch das Innenleben richtig, richtig toll gemacht, also sehr schön illustriert und das Buch per se sowieso mit dem Gold richtig großartig gemacht und hier auch der Schutzumschlag. Also es hat sich hier wirklich gelohnt. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Buchschnitt-Fan, sagte sie und hat noch ein nächstes Buch irgendwie hier. Es ist für mich nicht das ausschlaggebende Kaufkriterium, aber wenn ich ein Highlight vermute und dann eben so einen schönen Buchschnitt habe, ja, was soll ich sagen, dann freue ich mich da natürlich, das ja einfach im Regal zu haben, wenn es dann hoffentlich ein Highlight wird. Wir haben hier 1836, wir sind in Oxford, die Stadt der träumenden Türme und das ist das Zentrum allen Wissens und Fortschritt in der Welt, denn dort befindet sich eben Babel, das königliche Institut für die Übersetzung und der Turm, von dem die ganze Macht des Empires aufgeht. Wir treffen einen weißen Jungen aus dem chinesischen Kanton, entschuldigt. Und ja, wir erfahren von seinem geheimnisvollen Vormund, der ihn nach England brachte, denn Babel scheint eben das Paradies zu sein. Doch es wird irgendwie zu seinem Gefängnis. Aber ja, ob ein Student etwas gegen das große Imperium machen kann und bestehen kann. Ja, wir haben hier eine preisgekrönte Autorin, die über die Magie der Sprache, die Gewalt des Kolonialismus und die Opfer des Widerstands berichtet. Es ist auch vorne, ich weiß nicht, ob es eine Triggerwarnung war, aber so ein Hinweis, dass es eben rassistische Szenen gibt, dass auch rassistische Sprache reproduziert wird und dass das eben in keinster Weise die Meinung der Autorin widerspiegelt, ist natürlich klar, wenn man über Kolonialisierung spricht, dass, oder schreibt, dass natürlich hier dieses Thema so ein bisschen aufgegriffen wird. Ich finde es mega spannend, einfach mal die Kolonialisierung aus einer anderen Sicht erzählt zu bekommen und freue mich über Oxford und Babel und bin mega gespannt, was es hier mit auf sich hat. Dann waren wir an einem Verlagsstand und eigentlich wäre dieser Verlagsstand nicht für mich, muss ich ehrlich gestehen. Und zwar ist es der Red Room Verlag und der Verlag hat einige Richard Bachmanns, Pseudonym von Stephen Kings, als Hardcover herausgebracht. Und uns hat ein lieber Zuschauer dorthin geführt, der unter anderem eben noch andere Bücher von dem Verlag mitgenommen hat. Und dann sind wir mit dem, ja, ich glaube dem Herausgeber, dem Verlagsinhaber ins Gespräch gekommen. Und ich fand den so sympathisch und anders und einfach so schön drüber. Und es hat super Spaß gemacht, sich mit dem zu unterhalten. Und dann war ich natürlich neugierig und habe gesagt, naja, ich bin nicht so der blutigste Leser, was wir so ein bisschen in der Richtung haben. Es gab ein wunderbares Zitat, was ich leider nicht so richtig wiederholen kann, weil es ging so ein bisschen um verschiedene Körperflüssigkeiten, die dann eben alle in den Büchern irgendwie eine Rolle spielen. Und dann hat er mich auf Dogs gebracht von Andreas Laufhütte, was so in einem Universum auch mit anderen Büchern spielt. Und hier sind eben die Hunde die Bösen, denn sie sind krank, sie sind blind und sie sind gefährlich. Und ja, es gibt hier eben verseuchte Windhunde, die eben in den umliegenden Wäldern sind und dann in die Stadt kommen und sie wollen eben satt werden und irgendwann sind die Hunde dann überall. Ich vermute fast, es ist mir zu hart, es ist mir zu brutal, es könnte mir auch zu blutig werden, aber ja, wir probieren einfach mal unser Glück. Und es gab, ja, wenn man ein Buch mitgenommen hat, auch noch ein Hardcover umsonst mit dazu. Und da hat sich Becky einen Richard Bachmann alias Stephen King ausgesucht, nämlich Der Fluch. Für mich ja der beste Bachmann. Von daher, ja, muss ich sagen, war das ein guter Deal und ich bin trotzdem gespannt. Und natürlich gehe ich davon aus, dass die Tiere am Ende, dass es nicht für die gut ausgeht, aber soweit denken wir einfach zu Beginn noch nicht. Und das letzte Buch, ja, wir sind am Messefreitag ja, mit Mira Valentin zusammengestoßen. Es war ein sehr schöner Austausch und sie hat uns dann eben auch von dem Großprojekt erzählt aus Fischer Tor. Und auch ich hatte das Buch schon auf der Wunschliste, allerdings eigentlich als Hörbuch, weil es auch gesprochen wird von Robert Frank. Und
Ja, was soll ich sagen? Wir sind dann am Sonntag losgetigert und haben uns noch Minen der Macht geholt. Neben Mira Valentin auch Thorsten Weitze, Sam Feuerbach, Greg Walters und Bernhard Hennen haben hier mitgeschrieben. Und es ist eben eine Geschichte aus 5 Perspektiven. Jeder hat einer Perspektive die Stimme gegeben. Und wir waren dann auch bei der Lesung. Und ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig gut. Denn wir sind hier eben in diesen Minen, die nach unten hin immer schmutziger werden und auch die Menschen immer ärmer werden. Und begleiten eben ganz unterschiedliche Charaktere. Und es ist der Auftakt einer Trilogie. Der dritte Teil soll wohl in einem Jahr erscheinen. An dem schreibt man jetzt wohl. Das heißt, der zweite Teil ist ja zumindest schon in der Überarbeitung. Das finde ich auch richtig gut. Das Besondere hier war, also erstmal war das Buch überall ausverkauft in der Fantastikbuchhandlung. Dann haben wir es noch am Weltenbauerstand gefunden, wo eben Mira Valentin mit Sam Feuerbach und Greg Walters ihre Bücher ausgestellt hatten. Und da durfte man es aber nicht kaufen. Und dann sind wir zum Wunderzeilen Verlag gegangen, die eben auch Special Buchschnitte machen. Und ja, was soll ich sagen? Steffi ist kein Fan von bunten Buchschnitten, aber hier konnte ich dann natürlich auch nicht Nein sagen. Zudem hatten sie eben auch direkt schon von allen 5 signierte Exemplare, was ich einfach super fand. Und man musste sich dann eben auch nicht irgendwie anstellen. Und hier hat es der Verlag auch richtig toll gemacht. Und das ist wirklich ein wunderschöner Buchschnitt. Und auch hier in Anbetracht dessen, dass ich ein Highlight erwarte, was gesprochen wird von Robert Frank, Becky und ich werden es auf jeden Fall zusammen hören. Bin ich sehr gespannt. Zudem gab es noch so ein glänzendes Lesezeichen dazu. Und dann waren wir ja im Nachgang bei der Lesung. Das habt ihr vielleicht schon im Leipziger Buchmesse-Vlog gesehen. Ich verlinke euch den auch mal unten in die Infobox. Und da sind dann auch alle 5 Federn sozusagen mit drauf. Fand ich auch richtig cool. Und da sieht man auch alle 5 Autoren nochmal. Und ja, dementsprechend musste dieses Buch dann natürlich auch mit. Und auch wenn es jetzt erstmal gehört wird, ich denke, das ist eine schöne Erinnerung, wenn es ein Highlight ist, dass man es auf der Buchmesse gekauft hat. Es gab auch noch 2, 3 Kleinigkeiten, die ich sonst auf der Leipziger Buchmesse mitgebracht habe. Die kann ich euch vielleicht auch kurz zeigen. Und zwar habe ich mich in ein Wildschwein verliebt von Böhm und Böhm. Ist das nämlich ein Kinderbuch und da geht es um dieses süße Wildschweinchen. Da habe ich die Postkarte gekauft, den Sticker. Ich hatte auch noch kurz überlegt, mir nicht doch vielleicht das Büchlein zu holen. Hier seht ihr alle Bücher, die es in dem 2 Frauenverlag sozusagen gibt. Die Bücher werden von 2 Schwestern geschrieben und illustriert und soweit ich das weiß, werden die auch alle Deutschland, also in der Region sozusagen hergestellt. Es sind aber überall im Grunde käuflich zu erwerben und hier haben wir eben auch das kleine Wildschwein. Ja, da wollten wir am Sonntag eigentlich nochmal hin, aber wir haben es irgendwie nicht mehr gefunden, nicht mehr geschafft, aber in dieses kleine Schweinchen habe ich mich sehr verliebt und das wird auf jeden Fall auch einen Platz an der Wand bekommen. Dann habe ich mir, hier ist noch die Visitenkarte, dann habe ich mir noch eine Leseprobe mitgenommen, fand ich auch super spannend. Arden von Siegfried Kraft, das ist eine Fantasy-Reihe, das sah auch der Stand richtig, richtig toll aus und dementsprechend, ich bin ja doch immer mal ein Fan von Leseproben, auch wenn ich gerade sehe, dass es hier, keine Ahnung, die ersten 5 in einem Schuber, dann gibt es irgendwie nochmal, also das sind ja tatsächlich schon 12 Bücher. Naja, wenn einem eine Reihe gefällt, ich werde auf jeden Fall mal reinlesen. Und mein Highlight auf der Buchmesse war ja im Grunde der krönende Abschluss. Und zwar haben wir ja Colin Hadler getroffen und sein neues Buch Exilium ist ja schon im März bei mir eingezogen. Auch Schande auf mein Haupt. Es wird jetzt im Mai gelesen und ich fand von ihm Ancora so toll. Und er hat dann zumindest noch ein Autogramm mit dabei gehabt und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Es war eine tolle Begegnung. Habt ihr auf jeden Fall im Blog gesehen und hier hinten sieht man auch nochmal beide Bücher. Und Ancora hat mir richtig, richtig gut gefallen und ich bin sehr gespannt, wie mir Exilium gefallen wird. Und er war super sympathisch, hat wunderbares erzählt, wie er so zum Schreiben kam, zum Verlag kam und wie er jetzt die Leipziger Buchmesse fand. Und wer weiß, vielleicht zieht man sich ja zu Buch Wien wieder. Und das war es noch nicht. Nein, ich habe mir bei der Bücherbüchse am Sonntag, wo wir eine Stunde angestanden haben, weil Becky auch noch Lust auf Babel hatte und ich hatte das ja über Click und Collect bestellt und am Freitag mitgenommen und dann standen wir am Sonntag, ich glaube wirklich gut eine Stunde bis zum Ende sozusagen, bis wir dann noch eingekauft haben an und Becky hat noch ein anderes Buch, Inheritance Game, glaube ich, mitgenommen und wir haben uns beide diese Büchertasche mitgenommen, die uns super gut gefallen hat und das war klar.
glaube ich, die Größe M. Die waren auch Sonntagvormittag schon reduziert. Und da passt halt wirklich ganz wunderbar, wenn man einfach ein Taschenbuch hat, das Taschenbuch mit rein. Ich würde jetzt sagen, es würde sogar noch der E-Book-Reader mit reingehen. Von daher richtig toll. Verwende ich sehr gern, wenn man eben einfach mal unterwegs ist, irgendwie eine Tasche braucht, mag ich sowas ganz gerne. Oder auch für den Reader, der hat zwar so einen festen Umschlag, aber einfach, dass da nichts rankommt. Und ich fand, ja, der Satz, der ist einfach perfekt. Müsste von George R. Martin der Anfang sozusagen eines Zitates sein. Na, ich liebte, jeder Mann lebt nur ein Leben, aber als Leser lebt man irgendwie tausend. Ich glaube, es war George R. Martin, hat mich auch sehr, also sehr, sehr angesprochen. Überhaupt war der Bücherbüchsenstand auch richtig toll und wir hatten ja am Freitag ein bisschen mehr Luft und da war definitiv noch ein bisschen weniger los. Und am Samstag muss es richtig heftig gewesen sein mit einer wahnsinnig langen Schlange. Also das, ja, da war auch am Samstag schon einiges ausverkauft und dann wollten wir noch Click und Collect machen für Babel, aber das ging dann nicht mehr und ja, wir haben uns dann angestellt und es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Mit lieben Menschen macht ja auch das Anstehen Spaß. Jetzt noch drei Bücher, bevor wir dann mit dem Video endlich zu Ende sind. Und auch ein Highlight, was ich dann diesen Monat gelesen, beziehungsweise ja, als ja gelesen habe, ist Galant von W.E. Schwab im Garten der Schatten. Und das ist ja in der wunderschönen Bücherbüchse-Ausgabe bei mir eingezogen. Das hatte ich aber schon vorbestellt. Und auch hier finde ich, ich bin so froh, also bei W.E. Schwab, bis auf ein Buch, das mir nicht gefällt, das war dieses Monster of Verity. Alle anderen Bücher von ihr waren für mich immer wirklich ganz, ganz tolle Highlights. Und ich dachte, das ist auch so ein Highlight-Kandidat. Und mit diesem schönen Buchschnitt. Und ja, es war auch, das kann ich dem Büchermonat spoilern, ein Highlight im April. Und ein Buch, was ja nicht ganz so eigentlich ein Buch ist, wie ich es schon habe, denn es ist schon ein bisschen angepasster. Und zwar ist Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd von Charlie McKay. Es ist die bewegte Geschichte, denn aus dem schwarz-weiß illustrierten Buch, was ich glaube ich im letzten Jahr gelesen habe, wurde dann ja ein Kurzfilm, der sogar Oscar prämiert ist, wenn ich mich nicht täusche, oder zumindest Oscar nominiert. Bin mir gerade nicht sicher, nagel mich nicht fest. Kam jetzt eben auch in dieser Zeichnungen, wie sie in diesem Film, in diesem Stil gemacht sind, eben auch nochmal die Geschichte. Also sie ist hier wirklich jetzt bunt und man spürt diesen animierten Charme. Und ich habe das Buch jetzt auch schon gelesen, habe es aber, weil es einfach von den Seiten so merkwürdig zu zählen wäre, auch gar nicht mit gewertet. Aber das Buch landet im Grunde nicht auf dem Sub, weil das die erste Version sozusagen ja schon gelesen war. Und wunderschön, ich liebe dieses Buch. Also ich bin wirklich ein großer Fan dieser Geschichte. Und das war ja im Tauschpaket von der lieben Anka in unserem Needful Things Paket. Und auch das Video ist schon online, das verlinke ich euch unten auch mal. Und da war auch dieses schöne Lesezeichen mit bei. Und ach, es ist einfach ein Träumchen. Ja, das waren sie jetzt, die 23 neuen Bücher und drei im Grunde schon irgendwie, ja, wobei es sind eigentlich nur zwei Bücher, die nicht auf dem Sub gelandet sind. Es ist doch eine ganze Menge gewesen und ich brauche jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen Zeit, um das wegzulesen, um vielleicht jetzt auch mal wirklich nochmal durchs Regal da hinten zu gehen, ein bisschen was auszusortieren. Ich sehe so gut eine Handvoll Bücher, die, wo ich denke, ach, die wirst du wahrscheinlich einfach nicht mehr lesen, weil sie auch einfach manchmal nicht mehr so das Thema sind. Ich weiß auch nicht, manchmal ist das so, aber das kennt ihr bestimmt auch. Welche Bücher sind bei euch eingezogen? Auf welches Buch habt ihr euch besonders im April gefreut und dann doppelt gefreut, als es bei euch dann angekommen ist? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr freuen, auch wenn ihr eins der Bücher jetzt schon kennt, ja, von denen ich hier sozusagen noch ganz unbedarft geschwärmt habe, weil ich mich so darauf freue, sie zu lesen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.